Okay, ich weiß nicht so genau, was Sascha gerade gesagt hat. Ich weiß nur, dass es unten im Bibelstundenraum heute Übersetzungen gibt, nicht nur per Zoom. Wir haben einige Schwierigkeiten gehabt in den letzten Wochen mit der Übersetzung ins Russische, aber hoffentlich klappt es heute, wenn einige unten im Bibelstundenraum sind und einige sind auch hier oben und haben Kopfhörer und es wird per Zoom übersetzt. Franzi hat mich auch gebeten, aber vielleicht sind die ganzen Kinder schon runtergegangen oder nach draußen zum Spielplatz. Falls es noch Kinder gibt, die Lust auf den Spielplatz haben, ihr könnt jetzt schon runtergehen und die Franzi und ich glaube ein paar andere gehen mit den Kindern zum Spielplatz. Wir kommen jetzt zur Predigt und wir haben in den letzten Wochen das Thema gehabt, oder wir vergleichen unsere jeweiligen kleinen Gruppen mit einer Band und schauen uns an, wie Jesus mit seiner Band so umgegangen ist. Wir haben schon 6 Predigten hinter uns zu diesen Themen und wir haben noch 6 Predigten vor uns bis zu den Sommerferien. Und warum vergleichen wir uns eigentlich mit einer Band? Also zum einen, weil eine Band sich unheimlich freut, zusammen musizieren zu können und wir wollen uns unheimlich freuen, Gottes Willen gemeinsam zu tun. Und der Titel der heutigen Predigt lautet: Wie ein Konzert gelingt, jeder bringt das ein, was er hat und kann. Wir werden heute ein paar Stellen im Epheser Kapitel 4 zusammenlesen, aber bevor wir dazu kommen, würde ich gerne ein bisschen Kontext erklären und nämlich die ersten 3 Kapitel vom Epheserbrief kurz zusammenfassen. Und zwar bei der ersten Hälfte vom Epheserbrief, das ist ein ziemlich typischer Paulusbrief, bei dem er schreibt: Ich habe euch lieb und ich vermisse euch, ich bete jeden Tag für euch und ich möchte euch daran erinnern, wie groß Gottes Liebe zu uns ist. Und ein Wort, das mehrmals fällt bei den ersten 3 Kapiteln vom Epheserbrief, ist Reich bzw. Reichtum. Und ich habe ein paar von diesen Stellen ausgesucht. Kapitel 2 ab Vers 4: Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus. Er gebe euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr in Bezug auf den inneren Menschen durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Später werden wir noch eine Stelle lesen aus den ersten 3 Kapiteln vom Epheserbrief. Aber man spürt, wie Paulus außer sich vor Begeisterung ist. Er freut sich so sehr darüber, dass Gott so reich ist an Erbarmen und dass wir an diesem Reichtum teilhaben. Und dann schaltet er um bei Kapitel 4. Und das macht er auch bei anderen Briefen. Da kommt mal ein fettes Darum oder er schaltet um und fängt an, darüber zu reden, wo soll denn oder wie soll denn unser Leben ausschauen angesichts dieses Reichtums? Und bei Kapitel 4 ab 1, ab Vers 1, so heißt es, also hier ist kein Darum, aber es heißt so: So ermahne ich euch nun, ich, der gebunden im Herrn, denn Paulus war zu dieser Zeit im Gefängnis. So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Früher habe ich diese Stelle gelesen und habe einfach genickt, dachte: Jo, passt. Wie geht's weiter? Aber je älter ich werde und desto mehr ich mich auf Beziehungen zu Christen einlasse, desto bewusster wird mir, dass das wirklich eine sehr besondere Stelle ist, die einen großen Wert in unserem Leben hat. Denn hier steht eben nicht: Ihr werdet erkennen, dass ihr angekommen seid, wenn ihr einander nicht mehr verletzt, sondern hier ist die Rede von Ertragen, von Demut, von die Einheit bewahren, denn die wird immer wieder gefährdet. Genau dazu sind wir berufen. Paulus betont es sogar, indem er sagt im Vers 1, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Also das ist die Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Ich
Ich kann es nicht anders erklären. Es ist ja wirklich betonen, er wollte das betonen, dass das unsere Berufung ist als Christen. Also möchte ich uns heute fragen, wie geht es uns damit, das so auszuleben und unserer Berufung würdig zu wandeln? Und ich möchte uns ermutigen, diese Woche mal mit jemandem aus deinem Kreis, der dich gut kennt, drüber zu reden. Wie geht es mir denn damit, meiner Berufung, unserer Berufung würdig zu wandeln? Bin ich jemand, der mit den anderen aus unserem Kreis in aller Demut und Langmut und in Liebe, dass ich mit den anderen so umgehe? Und bin ich eifrig bemüht, die Einheit unserer Gruppe zu bewahren, die Einheit unserer Band? Wenn mir was auffällt, was unsere Einheit bedroht, bin ich da eifrig bemüht, diese Einheit zu bewahren? Ich möchte uns, wie gesagt, ermutigen, miteinander darüber zu reden, denn wir wollen ja unsere Berufung würdig wandeln. Und es geht weiter im Epheser 4. Paulus beschreibt noch genauer, wie unser Leben ausschauen soll angesichts dieses Reichtums, an dem wir teilhaben. Lesen wir weiter ab Vers 11. Und Christus hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Also anders gesagt, hat Jesus uns bestimmte Menschen gegeben, die wie Apostel, Evangelisten, Lehrer, also Menschen, die eine leitende Rolle bei uns spielen. Und sie sind dazu da, um die anderen von uns auszurüsten. Hier steht zur Zurüstung der Heiligen. Mit Heiligen sind jetzt nicht gemeint Franziskus und Ignatius und so weiter, sondern damit sind wir gemeint. Darüber haben wir auch bei unserer letzten Predigtenreihe gesprochen. Damit sind alle gemeint, die Gott heilig gemacht hat. Also diejenigen, die eine leitende Rolle in der Gemeinde spielen, die sind dazu da, um alle von uns zu befähigen und um alle von uns auszurüsten, um der Gemeinde zu dienen, um den Leib Christi zu erbauen. Also jeder bringt das ein, was er hat und kann. Und es geht weiter ab Vers 13. Wie lange sollen wir das machen? Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das liest, aber ich lese das und frage mich, ist es überhaupt möglich, dass wir vollkommen reif werden, dass wir zum Maß der vollen Größe des Christus erlangen? Das klingt schon krass, aber Paulus erklärt hier, was er damit meint. Lesen wir weiter in Vers 14. Damit wir nicht mehr unmündig seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Paulus meint nicht, dass wir an einem Punkt ankommen, so wie ich vorher meinte, wo wir einander nicht mehr verletzen, wo wir nicht mehr sündigen, aber meint schon, dass wir eine Reife erreichen, bei der wir dann nicht mehr getäuscht werden von Lehren, die vielleicht auf den ersten Blick biblisch klingen, aber letztendlich doch nicht so biblisch sind. Ich habe überlegt, was wären ein paar Beispiele von solchen Lehren, mit denen wir eventuell zu kämpfen haben. Ich glaube, eine solche Lehre wäre vielleicht, dass unsere stärksten Wünsche und Träume von Gott sein müssen. Es kann sein, dass deine stärksten Wünsche und Träume von Gott sind, aber es kann auch sein, dass sie vom Teufel sind. Und wer sich mit der Bibel beschäftigt, merkt, ich denke zum Beispiel an die Stelle in Jeremia, ich glaube, da steht, das Herz ist ein verzagtes Ding, oder so hat es mir jemand mal zitiert, ich weiß nicht, welche Übersetzung das ist, aber unser Herz kann uns echt täuschen. Und da müssen wir aufpassen, aber ich möchte eigentlich nicht so genau darauf eingehen, ich möchte nur ein paar Beispiele von Lehren nennen, vor denen wir uns schützen können, indem wir das so ausleben, wie es hier steht. Aber ein anderes Beispiel, das mir einfällt, wäre, dass es nicht Gottes Wille sein kann, dass ich leide.
Manchmal denken wir, Gott will uns nur Reichtum und Komfort schenken. Es gibt auch viele Menschen, die das predigen. Aber wer sich mit der Bibel beschäftigt, merkt ziemlich schnell, die Bibel ist vollgestopft mit Beispielen von Menschen, die sehr gläubig waren, aber sie haben auch sehr gelitten. Und nicht, weil Gott sie verlassen hat oder weil er sie bestrafen wollte, sondern das zu seinem Plan gehört hat, dass sie leiden. Aber manchmal, es ist nicht leicht zu leiden. Und dann können wir manchmal dazu tendieren zu denken, es muss Gottes Wille sein, dass ich nicht mehr leide. Es kann nicht zu seinem Plan gehören, dass ich gerade so leide, wie ich leide. Wie gesagt, nur ein paar Beispiele, die ich nennen wollte. Aber wie schützen wir uns vor solchen Irrlehren? Nicht nur, indem wir gute Lehrer und Prediger zu uns holen, die uns das Richtige beibringen, sondern das, was hier steht, ist, die haben zwar ihre Rolle, aber die sind dazu da, um alle von uns auszurüsten, damit wir alle dazu beitragen, dass wir nicht hin und her geworfen werden von solchen Lehren. Diejenigen, die uns lehren, sind dazu da, um den Rest von uns auszurüsten, der Gemeinde zu dienen, die Gemeinde zu erbauen, damit wir nicht mehr unmündig sind, sondern damit wir zur Einheit des Glaubens gelangen. Also Predigten und Lehren und so weiter, sie helfen uns zwar, aber was eine Gemeinde viel mehr ausmacht, sind alle von uns und wie wir miteinander umgehen. Wenn wir einander ermutigen und ermahnen, wenn wir einander von unseren Siegen und Niederlagen erzählen und wenn wir zusammen in den geistlichen Krieg ziehen, das stärkt uns als Gemeinde, das baut die Gemeinde auf, mehr als nur gute Predigten zu hören oder die richtigen Lehren gelehrt zu bekommen. Also wir sollen alle der Gemeinde dienen, wir sollen alle den Leib Christi erbauen. Vers 14, da steht, damit wir nicht mehr unmündig sein, und dann geht es weiter ab Vers 15, sondern damit wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Okay, Vers 16, das war ein bisschen lang, aber spulen wir kurz zurück. Gott hat uns Menschen gegeben, die eine leitende Rolle spielen, damit sie uns befähigen, ausrüsten, damit wir alle der Gemeinde dienen. Und hier in Vers 16 heißt es, von Jesus aus vollbringt der ganze Leib, und dann, wir können den Rest kurz überspringen, das Wachstum des Leibes. Also es ist Gottes Wille, dass der ganze Leib, dass jeder von uns dazu beiträgt, dass die Gemeinde wächst. Indem, und das in der Mitte zwischen den blauen Texten, indem alle Gelenke einander die Hand reichen, sozusagen, nach dem Maß seiner Kraft. Und Paulus, er betont hier, das macht wirklich jeder von uns. Hier steht, der ganze Leib, alle Gelenke, jedes einzelne Glied. Ich weiß nicht, ob er das hätte viel stärker betonen können. Er sagt, es ist wirklich die Rolle von jedem von uns, zum Wachstum der Gemeinde beizutragen. Und warum betont er das so stark? Was könnte der Grund dafür sein? Es ist wahrscheinlich so, dass Paulus und dass Gott wissen, dass wir so leicht dazu tendieren, anders zu denken. Wir tendieren nämlich dazu zu denken, das ist der Job der Leiter in der Gemeinde. Die sind dafür zuständig, die Gemeinde aufzubauen und für das Wachstum der Gemeinde zu sorgen. Und es stimmt schon, ich glaube, wir haben vor ein paar Wochen bei der einen Predigt von Micha darüber geredet, es stimmt schon, dass diejenigen, die eine leitende Rolle spielen, eine wichtige Rolle spielen, aber das heißt nicht, dass die anderen keine wichtige Rolle spielen. Das, was diese Stelle besagt, ist, dass wir alle eine wichtige Rolle spielen. Aus menschlicher Sicht ist es sehr einfach zu denken, diejenigen, die eine leitende Rolle spielen, die sind wichtiger, die sind
für das Wachstum des Leibes zuständig oder für die Erbauung der Gemeinde zuständig. Aber hier steht, nein, dafür sind wir alle zuständig. Ich glaube, Paulus betont es auch, weil er weiß, dass wir dazu tendieren zu denken, es gibt hier eventuell den einen oder anderen, auf den wir verzichten könnten. Aus menschlicher Sicht ist es ganz nachvollziehbar, dass wir denken würden, ja, in meinem Kreis gibt es den einen oder anderen, eigentlich brauchen wir den nicht. So, vielleicht würde es uns sogar besser gehen ohne ihn. Aus menschlicher Sicht ist es sehr nachvollziehbar, aber Gott sagt ganz klar, nein, so ist es überhaupt nicht. Und das wird noch klarer, wenn man diese Stelle aus 1. Korinther 12 liest. Nun aber hat Gott die Glieder, und zwar jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Also wir dürfen nicht denken, da ist jemand in meinem Kreis, auf den wir verzichten könnten. Aber ich finde, was noch häufiger vorkommen kann, ist, dass wir das über uns selber denken. Dass wir denken, hier werde ich eigentlich nicht gebraucht. So mein Bibelkreis, dem würde es auch gut gehen ohne mich. Aber diesen Gedanken haben wir nicht von Gott bekommen, denn Gott sagt hier ganz klar, das sind ja seine Worte, ich habe jedes einzelne Glied genau dahin platziert, wo ich es haben möchte. Und wenn du dich schwach fühlst, dann versichere ich dir, du bist hier notwendig. Du bist unentbehrlich in Gottes Augen. Also glaub ruhig dran. Gottes Wille ist es ja, dass jeder das einbringt, was er hat und kann. Nun, manchmal sind wir nicht in der Lage, etwas oder so viel beizutragen. Wenn wir mal krank sind oder wenn wir trauern oder wenn wir auf der Flucht sind, wie einige von euch Ukrainer seid. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber in der Regel sollen wir alle dazu beitragen, dass die Gemeinde wächst. Und da fallen mir auch so viele Beispiele ein von euch, wie ihr euch in die Gemeinde einbringt. Wir haben das vor anderthalb Wochen bei der Gedenkfeier von Moritz gesehen. Da haben Robert Beetz und Felix und die Schillers und andere, ich weiß nicht, wer alles da mitgeholfen hat, aber ihr habt euch um den Kaffee und das Essen gekümmert und Deborah hat die Blumen gemacht und Micha hält die Rede und Carsten macht die Technik. Und viele von uns sind auf die Freunde und auf die Familie von Moritz zugegangen, haben uns mit ihnen unterhalten. Das ist echt nicht selbstverständlich. Ich glaube, in der Welt kommt es selten vor, dass die Menschen sich so viel mischen bei einer Gedenkfeier. Aber uns liegt es am Herzen, diesen Menschen die Hand auszustrecken und zu fragen, wie geht's dir denn? Woher hast du Moritz gekannt? Und so weiter. Und das fand ich so ein klasses Beispiel von dem, was hier steht, dass jedes Glied seinen Beitrag leistet. Und ich denke auch an viele von euch, die sich für die Ukrainer gerade einsetzen. Zum Beispiel Sascha, der sich gerade um die Übersetzung kümmert und die Svetlana, die gerade per Zoom mich übersetzt und Anna Wuppmann und Alexandra Kurz und Alex und Julia und Carsten und Margarete und dann gibt es auch alle von euch, die Ukrainer in euren Wohnungen aufgenommen habt. Also da hat wirklich jeder seinen Beitrag geleistet. Da hat jeder das beigetragen, was er hat und kann. Und das finde ich auch sowas von vorbildlich. Und ihr Ukrainer, euch möchten wir sagen, wir sind von euch so beeindruckt. Und ich warte ein bisschen, damit ihr das übersetzt bekommt. Wir sind von euch sehr beeindruckt, wie stark ihr seid. Ihr habt so viel gerade an der Backe. Die wenigsten von uns können uns mit euch identifizieren. Aber ihr seid nicht nur da, ihr bleibt nicht nur stark, ihr fragt uns auch, wie ihr euch hier einbringen könnt. Micha und ich haben uns mit einigen von den Ukrainern vor ein paar Wochen zusammengesetzt und sie haben zum Ausdruck gebracht, wir wollen nicht nur unsere eigene Gemeinde hier sein, während die Münchner Gemeinde so ihr eigenes Ding macht, sondern wir wollen hier integriert werden, wir wollen beim Singen mithelfen,
Wir wollen in die Bibelkreise integriert werden. Und vielleicht wird es ein bisschen schwierig mit der Sprachbarriere, aber wir werden schon eine Lösung finden. Hauptsache, wir können uns auch hier einbringen. Mir fehlen die Worte, das ist mega vorbildlich. Mir sind weitere Beispiele eingefallen von allen, die sich für die Kinder hier einsetzen, wie Birgit Oberwittler, Roman, Ina und Michi und Susan. Es gibt mehr von euch, viele von euch, ihr macht es hinter den Kulissen und dann bekommen wir das nicht mit, aber Gott sieht alles, was ihr für unsere Kinder so macht und er freut sich über alles, was ihr da macht. Ich denke auch öfter an die Birgit Schulze. Also jedes Mal, wenn jemand unsere Gemeinde kontaktiert, uns auf den AB spricht oder uns über unsere Webseite anschreibt, uns eine Mail schreibt, das kommt alles bei Birgit an und dann leitet sie das weiter an den richtigen Ansprechpartner. Und ich weiß gar nicht, wie viel es ist, aber ich bekomme öfter eine Mail von ihr, so Colin, kannst du dich bitte darum kümmern oder hier gibt es jemanden, den du gerne anrufen kannst und ich bekomme wahrscheinlich nur einen Bruchteil von diesen ganzen Anliegen. Aber das macht Birgit hinter den Kulissen. Und Birgit, ich glaube, du bist heute nicht da, aber falls du gerade zuhörst, wir sind auch sehr dankbar für dich, dass du auch so gastfreundlich bist. Und Birgit hätte gerne einen Ukrainer aufgenommen, aber sie hat stattdessen den Alan aufgenommen, für den wir seit langem beten. Und ihr könnt gerne weiter für ihn beten, denn er schreibt am Ende des Sommers eine wichtige Prüfung. Und wenn er die besteht, dann kann er endlich wieder als anerkannter Arzt hier in Deutschland arbeiten. Aber genau, also es gibt einfach so viele Beispiele von Geschwistern hier, die sich einbringen, die schauen, was habe ich, was kann ich und wie kann ich das einbringen. Das waren einige gemeindeübergreifende Beispiele, aber wir haben das, oder zum Wachstum der Gemeinde tragen wir auch bei, indem wir im Kleinen einander dienen, indem wir uns in unseren Bibelkreis, in unsere Band einbringen. Da musste ich an den einen Bruder aus meiner alten Band denken, der mich vor einigen Wochen darauf angesprochen hat, dass wir eigentlich nicht so eng sind in unserer Freundschaft, wie wir es sein könnten. Und er meinte, hast du das auch geahnt? Und ich meinte, nee, eigentlich nicht. Es hat auch ein bisschen wehgetan, das zu hören, dass er das so sieht. Aber er hat es darauf angesprochen, weil er wollte, dass wir enger sind, dass wir engere Freunde sind. Und im Nachhinein bin ich ihm sehr dankbar, dass er das angesprochen hat, auch wenn es in dem Moment ein bisschen gestochen hat. In meiner neuen Band gibt es einen Bruder, der hat mich aus dem Nichts angerufen vor anderthalb Wochen und meinte, Colin, ich wollte dir einfach versprechen, dass ich immer demütig sein werde im Umgang mit dir. Das ist eigentlich genau, was hier in Epheser 4 Vers 2 steht, dass wir in aller Demut miteinander umgehen. Aber hatte nichts anderes, was er mit mir besprechen wollte. Er wollte nur sagen, Colin, ich verspreche dir, wenn du etwas in meinem Leben siehst, was zum Leben eines Christen nicht gehört, dann kannst du mich gerne darauf ansprechen und ich werde dir demütig zuhören. Der trägt auch zum Wachstum der Gemeinde bei, indem er in aller Demut mit mir und den anderen umgeht. Und ein letztes Vorbild, von dem ich euch gerne erzählen möchte, ist der Moritz. Einige von euch waren bei der Andacht, ich glaube, es war im Dezember, wo Moritz, er hatte ein Video aufgenommen und wir haben das gemeinsam geschaut, wo er erklärt hat, dass jemand aus seinem Kreis ihn mal darauf angesprochen hat, dass er ein passives Mitglied seines Bibelkreises ist. Und er hat sich drüber gefreut, hat sich bei dem Bruder bedankt und meinte, das habe ich gebraucht zu hören. Ich werde umkehren. Danke, dass du mir das sagst. Und jeder aus seinem Kreis kann das bezeugen, dass er in den letzten Monaten kein passives Mitglied, sondern ein aktives Mitglied seiner Band war. Obwohl es in seiner Band nicht besonders viele Geschwister gibt, die ähnliche Interessen haben wie er. Er ist der Jüngste oder war der Jüngste in seiner Band. Und eine Schwester aus deren Bibelkreis hat mir gestern erzählt, dass sie ihn mal gefragt hat, Moritz, warum willst du eigentlich bei uns im Kreis sein? Es gibt doch viel spannendere Kreise in der Gemeinde, an denen du teilnehmen könntest. Aber Moritz meinte zu ihr, nein, Gott hat mich in diese Gruppe eingefügt und insofern will ich hier bleiben.
Das war Gottes Plan, dass ich hier bin, also werde ich mich hier einbringen. Und es ist mir egal, ob ihr älter seid oder nicht so viele gemeinsame Interessen habt. Gott will mich hier in dieser Gruppe haben. Moritz hat seinen Job gekündigt dieses Jahr. Der Job wurde ihm sehr anstrengend während der Pandemie und er hat sich dann den ganzen Sommer freigenommen. Am 31. März hat er seinen letzten Arbeitstag und in den Tagen danach hat er sich hingesetzt und ich glaube, er hat jedem Bruder aus seinem Kreis und auch jedem von den Brüdern, die bei deren Männertreffen am Dienstagabends, glaube ich, dabei sind, hat jedem von ihnen einen Brief geschrieben. Also eigentlich wäre das die Zeit gewesen, wo man sich ausruhen muss, weil die Arbeit so anstrengend war und man hat es endlich abgeschlossen. Aber Moritz hat sich hingesetzt und hat sich überlegt, wie kann ich die anderen meiner Gruppe ermutigen und ermahnen. Und er hat jedem von ihnen einen persönlichen Brief geschrieben. Der eine Bruder hat mir seinen Brief gezeigt und da hat man klar gesehen, Moritz hat ihn ermutigt, hat ihn ermahnt in Liebe. Aber Moritz war jemand, der aktiv geschaut hat, wie kann ich mich in meine Gruppe einbringen? Was habe ich, was kann ich und wie kann ich das einbringen? Wie kann ich zum Wachstum meiner Band beitragen? Also auch an dieser Stelle möchte ich uns fragen, wie geht es uns damit, uns aktiv in unseren Kreis einzubringen? Lädst du Geschwister zu dir nach Hause ein? Betest du mit anderen zusammen? Schaust du aktiv nach Bedürfnissen, die du stillen kannst, und nach Gelegenheiten, deine Gruppe aufzubauen? Und wenn du dich diese Woche mit jemandem darüber redest, wie es dir mit Epheser 4, 1 bis 3 geht, frag sie ruhig auch, wie geht es mir damit, mich aktiv an unserem Bibelkreis zu beteiligen? Vielleicht willst du fragen, findest du, dass ich weniger konfliktscheu sein muss? Oder findest du, dass ich mich öfter melden sollte, dass ich mich an unseren Gesprächen mehr beteiligen sollte? Oder hast du den Eindruck, dass ich zu selten da bin, dass ich eventuell meinen Stundenplan etwas umstrukturieren muss, damit ich mich hier mehr einbringen kann? Lass uns ganz ehrlich miteinander über solche Fragen reden, denn wir wollen ja das machen, was hier steht, dass wir alle, dass jedes Glied, dass alle Gelenke, dass der ganze Leib zum Wachstum der Gemeinde beiträgt. Jeder bringt das ein, was er hat und kann. Und es gibt noch eine Sache, die Paulus hier betont, und zwar die Liebe. Hier in diesen Versen sehen wir, wahrhaftig in der Liebe und zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Denn genau genommen reicht es nicht, dass jeder sich einbringt. Das kann man auch bei einem Unternehmen machen. Also Christoph würde, glaube ich, an dieser Stelle sagen, die Gemeinde ist keine Organisation, sondern ein Organismus. Wir sind kein Unternehmen, sondern wir sind eine Familie. Und insofern reicht es nicht, dass wir uns alle einbringen, sondern wir wollen das von ganzem Herzen machen. Und wir wollen das aus Liebe heraus machen. Das beschreibt Paulus noch klarer an dieser Stelle in 1. Korinther 13. Und die Gemeinde in Korinth, die hatten verschiedene Gaben, haben sich gerne eingebracht. Paulus muss sie sogar darauf ansprechen, dass sie das ein bisschen ordentlicher machen, weil die sich gegenseitig unterbrochen haben und jeder, vielleicht nicht jeder, aber viele wollten sich halt einbringen. Und dann sagt er ganz klar zu ihnen im Kapitel 13, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingelnde Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts. Da hätte er, wie gesagt, nicht viel klarer sagen können, es ist super, dass du dich einbringst, auch wenn du alle Geheimnisse kennst und auch wenn du so hingegeben bist, dass du dein Leben opferst für den Glauben und verbrannt wirst. Wenn du das ohne Liebe machst, hast du das umsonst gemacht. Also lass uns einfach nicht nur uns einbringen, was wir haben und können, sondern
Lass uns das von ganzem Herzen machen, das würde ich noch ergänzen. Es ist ziemlich warm heute, gell? Und wir kommen langsam zum Schluss. Also keine Sorge, feiern wir jetzt das Abendmahl zusammen und schauen wir uns an, was oder wo finden wir denn diese Motivation, das einzubringen, was wir haben und können, und zwar von ganzem Herzen. Wo finden wir diese Motivation? Da können wir zurück zu den ersten drei Kapiteln vom Epheserbrief, denn wir finden die Motivation, uns von ganzem Herzen in die Gemeinde einzubringen und zum Wachstum der Gemeinde und des Leibes Christi beizutragen, indem wir uns anschauen, wer sein Leben hingegeben hat, damit wir überhaupt zum Leib Christi gehören dürfen. Hier ist eine weitere Stelle, bei der es um den Reichtum seiner Gnade geht. In Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ, in aller Weisheit und Einsicht. Lass uns zusammen beten fürs Abendmahl. Herr, du bist stinkreich und wir auch, denn du teilst deinen Reichtum mit uns und das ist der Wahnsinn. Deswegen schwärmt Paulus in den ersten drei Kapiteln vom Epheserbrief davon. Hilf uns, das zu verinnerlichen, das vom Herzen zu schätzen, denn darin finden wir auch diese Motivation, einander zu lieben. Aber wir danken dir erstmal dafür, dass Jesus das vorgelebt hat, dass er gekommen ist, dass er bereit war, sich zu demütigen, sich zu erniedrigen, um unseretwillen, damit er uns dienen kann, damit wir, wie gesagt, zum Leib gehören dürfen. Wir sind dir unendlich dankbar für ihn und danken dir, dass wir in dieser Zeit das Brot und den Saft und Wein zu uns nehmen können. Wir danken dir für Jesus und beten alles in seinem Namen. Amen.